Nun gelangen wir zu den Punkten 10 bis 11 der Tagesordnung. Die Tagesordnungspunkte 10 bis 12 werden gemeinsam behandelt und betreffen den Finanzausgleich. Das Finanzausgleichsgesetz 2017 soll erste Schritte zur Aufgabenorientierung und zur Abgabenautonomie der Länder setzen. Gemeinden erhalten Ertragsanteile für Kindergärten ab 2018 und für Pflichtschulen ab 2019 aufgabenorientiert zugewiesen. Ein erster Schritt der Abgabenautonomie erfolgt beim Wohnbauförderungsbeitrag. Dieser wird zu einer Landesabgabe mit voller Tarifautonomie der Länder umgestaltet. Dazu kommt eine bundesweit einheitliche Bauordnung. Und der Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Vereinbarung gemäß Artikel 15a Bundesverfassungsgesetz zwischen dem Bund und den Ländern mit der Regelung zu Haftungsobergrenzen vereinheitlicht, mit der Regelung zu Haftungsobergrenzenvereinheitlichung werden der HOG-Vereinbarung 1364 der Beilagen und 1394 der Beilagen sowie 9688 Bundesrat der Beilagen sowie der Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Abgabenänderungsgesetz 2016 1352 der Beilagen und 1392 der Beilagen sowie 9670 Bundesrat der Beilagen und 9689 Bundesrat der Beilagen. Der Berichterstatter zu diesem Punkt ist Herr Bundesrat Magister Michael Lindner. Ich bitte um den Bericht. Ja, sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrtes Präsidium. Bericht zum Tagesordnungspunkt 10, Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend das angesprochene Bundesgesetz, mit dem ein Finanzausgleichsgesetz 2017 erlassen wird, sowie die Finanzausgleichsgesetze 97, 91, 2005, 2008 und die weiteren angeführten Gesetze geändert werden und das Bedarfszuweisungsgesetz aufgehoben wird. Nachdem Ihnen der Bericht schriftlich vorliegt, darf ich gleich zum Antrag kommen. Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 19. Dezember 2016 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. Tagesordnungspunkt 11, Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Vereinbarung zu den Haftungsobergrenzen. Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 19. Dezember 2016 ebenfalls mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. Und Tagesordnungspunkt 12, Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember betreffend das Abgabenänderungsgesetz 2016. Nachdem auch hier der Bericht schriftlich vorliegt, gleich zum Antrag. Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 19. Dezember 2016 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. Wir gehen in die Debatte ein. Zu Wort gemeldet ist der Bundesrat Magister Reinhard Bisek.